Hoppala. Herzlich willkommen. Ah ja. Ja. Und so, Sachen. Hallo. Dinge. Teile, Geräte. Mit Felix, auf jeden Fall. Mit Felix. Dinge mit Felix. Nicht Dinge von denen, sondern Dinge Okay. mit Felix. Na dann. Shit, ey. Jetzt habe ich eine Siebe Mist gebaut. Warum du? War ich ein bisschen öfter bei dir? Ich frage mich, wo die ganzen anderen Züge hin sind, weil die sollten eigentlich woanders sein. Ich glaube, ich habe die kompletten Linien falsch eingestellt. Aber immerhin machst du 246.000 minus. Wo ist der Zug? Bist du das? Wo sind die ganzen Züge hin? Ausgewandert. Du fährst jetzt zum freien Weg. Vielleicht. Du auch vielleicht. Und du, was ist denn hier los? Verdammte Scheiße. Hat er nicht gesagt. Hat dann nicht ge. Denkst du gerade etwa, das stand so nicht im Vertrag oder wie? Das war so zumindest nicht in der Überlegung vorgesehen. Und alles, was da nicht vorgesehen ist, hat auch nicht stattzufinden. Dann ist ja gut. Was machst du hier? Du hast hier nichts zu suchen, Kollege. Der fährt da lang, fährt jetzt da hoch. Jetzt bin ich mal gespannt. Fährst da hoch, fährst dann. Du sagst mir aber mit Sicherheit, dass du schon unterwegs warst. Scheiße, hätte ich nicht reinklicken sollen. Bin gerade dabei zu überlegen, ob ich nicht einfach alle Züge mal abreiße. Ach, jetzt klappt es komischerweise. Man muss nur drohen. Damit hast du jetzt aber mehr mir gedroht als den Zügen. Wieso? Wenn du mal eben alles abreißt, mache ich ja noch weniger Geld, als ich jetzt schon mache. Machst Geld. Einnahmen habe ich ja trotzdem. Zwar nicht viel, aber ein bisschen, ja. 200.000 minus. Bei Felix Betriebsgewinn. Bei mir. Oh, ich mache noch 100.000 plus. Wie kommt denn das? Ja, weil bei dir deine ganzen Züge, die bei dir rumfahren und was produzieren, Geld machen. Die fahren ja nicht, die stehen ja alle. Weil ich alles kaputt Ja, das ist gemacht ja gut. habe. Das würde ich ja auch gerne. Scheiße, Glück. Wartet auf freie Strecke. Kann man mal überlegen. Irgendwas habe ich hier richtig kaputt gemacht gerade. Ah, warte mal jetzt. Nee, nicht.
Ich vermisse einen Zug. Der sollte irgendwo hier sein. Das kann doch nicht wahr sein. Wo ist denn der? Felix? Hallo? Ja. Hallo? Da ist Alter. jetzt dein Internet oder meins? Ich habe keine Ahnung. Ich hatte nur einen Riesenleck und ich habe dich nicht mehr gehört. Es war auf jeden Fall, wenn was bei dir. Mein Internet hat keinen Ausschlag. Okay. Ja, es baut sich hier auch gerade alles wieder neu auf. Komischerweise, also das war gerade ein Riesendeck. Okay. Felix, komm rein, und es bleibt wieder alles stehen. Felix? Ja, ich höre dich noch. Ah, du hörst mich noch. Aber es steht wieder alles. Okay. Jetzt läuft so einigermaßen gerade wieder, Ah. glaube ich. Ja, jetzt hat er, glaube ich, gerade alles nachgeholt. Ach, da fährt der Zug. Dann fährt der Zug sogar richtig. Aber irgendwie sind beim Übergabebahnhof. Oh. Noch nichts angekommen. Hast du denn bei dir schon irgendwas da zum Übergabebahnhof? Ich habe ehrlich gesagt gerade Besseres zu tun, als das zu gucken. Ich gucke, sobald ich mal Luca eingestellt habe. Moment. Kannst selber gucken. Ist auf jeden Fall alles eingestellt. Schon. Du hast Mäßig so. auf jeden Fall 7 Personen da. Das muss ja Immerhin. theoretisch funktionieren. Praktisch macht es das aber nicht. Ja. Da fährt ein Zug. Der muss neu gemacht werden. Das ist ein alter Zug. Da fährt auch noch ein Zug. Der ist auch alt. Und da fährt auch noch ein Zug. Der ist auch alter. Da fährt auch. Ach, hier, da. Zwei Minuten. Okay. Da. Okay. Was ist denn hier los? Der Hopfenbauer macht Hopfen. Dann. Aber wieso? Fahrziel, Schildach, Hopfenbauer, Frachthauptbahnhof. Der macht ja alles voll mit Hopfen, aber steht hier, hier ist alles voll mit Hopfen. Der Zug steht hier aber rum und sagt sich, ja, ja schön, dass hier alles voll mit Hopfen ist, aber nee, ich nicht. Irgendwie bei mir. Haltelänge 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Ups. Das klingt nach deinem typischen Fehler. Wenn man eine Haltelänge von 13 macht, ein Und nun Zug, 11 oder 12er Bahnhof? und man macht einen 10? 12er, man macht einen 12er Bahnhof Oh, aber es ist näher dran als erwartet. und wundert sich dann, warum der Zug nicht fährt, weil er nicht vollladen kann. Also mal wieder selbst verschuldet. Aber der Hopfenbauer hier wirklich Vollgas produziert und hier mittlerweile 4000 Tonnen Hopfen liegen. Oh. Ja, hallo Herr Hopfenbauer. Dann dürften. Ah ja. Du hast noch Strom, oder? Ja.
Man merkt gerade so eine leichte Überforderung hier. Und kann jetzt dein, nach 12.500 Tonnen, die da rumstehen bei dir im Getreidehof, kann das mal aufhören jetzt? Ich habe 126.000 Tonnen da rumstehen. Gut. Sag doch einfach mal so. Was du hast, hast du. Ich weiß, was ich nicht habe, und das ist kein Platz. Ist auch gut. Wegpunkt. Ich glaube, den freien Wegpunkt gibt es gar nicht mehr. Auch gut. Sechs. Ich glaube, es wäre besser, ich glaube für alle Beteiligten sogar, wenn ich jetzt Insolvenz anmelde. Dann. 76 Millionen minus. Ja. Aber ich weiß wenigstens, wo mein Geld ist. Zwar. 2000 Personen bei Facha Hauptbahnhof. 4000 Personen Schiltach Hauptbahnhof. 4000 Personen Wildberg Hauptbahnhof. 200.000 Personen Havelse Hauptbahnhof. Ist auch schön. Nach Post gucke ich gar nicht mehr, weil die Liste ist so lang mittlerweile. Ist doch schön. Warum hat denn Luca gerade aktuell nur ein Wachstum von 0,5? Weil die Stadt noch nicht richtig läuft, weil die Züge gerade erst wieder anfahren. Okay. Und weil ich die Stadt gefühlt einmal kurz halb weggerodet habe. Ach, sieht man ja, okay. Dann kannst du ja nicht froh sein, dass das schon wieder. Dann muss ich sagen, oh, Luca hat schon wieder ein Wachstum von 0,8. Mensch. Hätte es mir getroffen, ja. Zug, könntest du bitte da wegfahren, damit da andere Leute auch nochmal langfahren dürften? Ah, geht doch. Vielen Dank. Man muss ab und zu mal freundlich sein und schon klappt das auch. Ich frage mich aber trotzdem, wo du hin willst. Weit weg. Der Zug fährt bestimmt jetzt hinten von der Karte runter und sagt sich, so. Und ich komme nicht wieder. So nicht anders.
doch überhaupt gar keinen Sinn. Irgendwie schon wieder ein Zug verschwunden. Oh ne, der fährt da schon. Kein Kommentar mehr. Nein, was ist denn hier kaputt? Nie wieder okay oder ja zu irgendeinem Vorschlag von dir sein. Sollte man die Notiz dann heißen oder wie? Ja. Weil sobald du mit irgendeinem Vorschlag kommst, fällt dir auf, dass bei dir das dann nicht mehr funktioniert. Das, das, das und das und das und das und das und das und das. Und nach 4 Stunden bist du ja nicht mal fertig und stellst fest, dass dann gar nichts mehr funktioniert, weil du alle Züge verkauft hast. Ich weiß nicht, wie das beim Singleplayer passiert ist. Ah. Aus Versehen. Einmal kurz alle Fahrzeuge ausmustern gedrückt, den Knopf gibt's bestimmt, ne? Aus Versehen einfach alles gelöscht. So, na dann. Die ganzen Spielstand hoffentlich dann auch mit. Natürlich, mach keine halben Sachen. Echt damit. Abgerissen. Ich muss jetzt wirklich jeden Euro sparen, den ich hier irgendwie sparen kann. Sonst geht es wirklich gleich auf die Pleite zu. Hast da nichts zu suchen eigentlich. Wäre Toll, nicht. gleich. Jetzt schon 1500 Passagiere beim neuen Hauptbahnhof, ey. Wäre Woher kommen ich die denn alle? froh drüber. Oh, 1800. Bist du jetzt froh darüber? Nein. Merkst du? Personenkohlekraftwerk. Personengetreidehof. Macht sich Gedanken, heute 2000 Leute da rumstehen. Du hast die dreifache Menge bei Wayne im Hauptbahnhof steht, das interessiert ihn gar nicht. Gar nicht, sind nur 2000. Aber der grüne oder der weiße Pfeil da oben ist. Scheiße, noch was abgerissen, fällt mir gerade so auf. Eventuell sollte ich meine Stromleitung wieder mal anbauen, ne? Würde helfen, vielleicht, ja. Die da. Du warst das da. Du und du. Da muss ich Strom noch dran bauen. Da, da. Und da, da. Wo kann ich jetzt? Da. Ich glaube, du brauchst ja auch noch Strom. Und ich wundere mich, warum ich mit Strom überhaupt gar kein Geld verdiene. Das finde ich ehrlich gesagt noch ein bisschen schade, dass du jetzt zum Beispiel in den Städten machst du Oberleitungen, aber du musst da keinen Stromanschluss ansetzen.
Durch die Fabriken, ja eh. Aber ja, ich verstehe deinen Punkt. Gut. Klosterbrauerei. Ach, die Klosterbrauerei wird auch mit der. Wie viel fährt zur Kloster? Ach du Scheiße. Das da. Okay. Das macht natürlich sehr viel Sinn. Macht. Felix, Geräte und Haushaltsartikel 1 bei Leonberg wird erweitert. 5 neue Fabriken entstehen. Sägewerk, Sägewerk, Möbelfabrik und Müllfabrik ist dazu gekommen. Kalibergwerk und ein Chemiewerk. Ja, für Farben. Chemiewerk ist bei mir. Kalibergwerk ist bei mir. Zum Abreißen, bitte. Was? Guck einfach mal bitte bei Luca zwischen die Schienenstrecke vor meinem Untergrundteil und vor Hauptbahnhof. Noch mal Platz. Ja, aber es ist scheiße. Oh, immerhin ist das andere Sägewerk direkt in meinem Stahlwerk gespawnt. Schön. Es ist also mal wieder alles auf meiner Seite gespawnt. Ja, aber dann hast du jetzt wenigstens einen Punkt, den du komplett abarbeiten kannst. Ja. Oder? Doch. Ich glaube, ja, Bretter Ja. und Farben müsste theoretisch gesehen. Ja, Bretter, Farben für die Köln und Möbelfabrik Salze. und Möbel dann darüber. Theoretisch. So, jetzt habe ich mich aber ablenken lassen. Schrecklich, Mann. Schildach. Wie viel Pech kann man in seinem Scheißleben haben? Wo ist denn jetzt schon wieder was spawnen, ey? Dafür habe ich gerade echt keine Zeit. Lass es doch erstmal. Nicht Schildach, ich musste Getreide, Gerste, Hopfen, Klosterbrauerei, Schildach. Wir sind aber leider am Ende der Folge Dann angekommen. würde ich sagen, kommen Sie rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.